Hans Hule erfreut sich auch in Österreich immer größere Beliebtheit. Und von heute bis einschließlich Sonntag findet in Wien das jährlich einzige europäische Hula-Tanz-Festival statt. Und was Sie dort erwartet, da bekommen Sie jetzt einen kleinen Vorgeschmack. Thank you so much for this wonderful performance. Thank you so much. Thank you. Ich darf jetzt natürlich Martina Lokelani Hudesek bei mir begrüßen. Grüß Gott. Dankeschön, dass Sie. Und Sie Mahalo. Sind damit. Wie sagen Sie? Mahalo. Dankeschön. Mahalo. 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 Dass Sie, Sie sind dafür verantwortlich, dass die Damen jetzt in Wien sind. Ja. Weil Sie sind die Organisatorin des Festivals. Richtig, richtig. Das von heute bis Sonntag in Wien stattfindet. Ja. Ist das eine Art Wettbewerb oder was erwartet da? Also wir haben eine Mischung aus Workshops. Wir haben morgen einen Tag mit Wettbewerben. Da kommen Gruppen aus ganz Europa. Mhm. Und am Sonntag wieder Workshops und am Abend eine Dinnershow. Wunderbar. Da tanzen dann auch diese Damen. Sowohl im Theater Akzent als auch im Wien-Dobermeier. Also da gibt es verschiedene Locations, genau. Wo das stattfindet. Genau. So, was war dieser Tanz jetzt? Worüber handelt der? Wovon? Dieser Tanz handelt von den drei wichtigsten Bergen auf der Insel Hawaii. Mhm. Und den haben sie ausgewählt, weil gestern der Kilauea wieder mal ausgebrochen ist. Also das ist weltweit einer der aktivsten Vulkane. Und ja, und so als Hinweis darauf. Ja, trotzdem es so fröhlich und schön klingt, also wird doch immer wieder darauf hingewiesen, dass dort vor allem die Menschen mit der Natur leben müssen. Richtig. Und richtig. Auch sehr verbunden sind. Ja. Was ist Hula überhaupt für ein Tanz? Der hat ja sehr viel Symbolcharakter. Auch. Ja, Hula ist der traditionelle Tanz aus Hawaii und ist entstanden, weil es früher keine Schrift gegeben hat. Und man hat alles mündlich weitergegeben in Gesängen und in Geschichten und dazu wurde getanzt. Also ursprünglich war der Hula eigentlich eher nebensächlich. Mhm. Das Wichtige ist immer die Geschichte und auch heute noch. Erst später, als die Sprache verboten wurde und die Menschen dann die Sprache nicht mehr sprechen konnten oder verstanden haben, dann wurden die Gesten deutlicher und damit wurde der Tanz mehr in den Vordergrund gerückt. Mhm. Warum tanzt? I'm very sorry, I'm the only one here with shoes. Immediately, I put them away, thank you so much. Das ist auch eine Höflichkeitsgeste, oder? Ja, also wenn man in ein Haus hineingeht, dann zieht man die Schuhe aus. Man lässt die Schuhe einfach vor der Tür stehen, das geht gar nicht. So braucht man schon rein. Ja. Sie sind jetzt Hula-Lehrerin auch. Ja. Das heißt, was hat Sie oder wie sind Sie auf Hula gestoßen und wo haben Sie die Ausbildung gemacht? Ich habe immer gerne getanzt und in meinen 20ern war ich in einem Tanzstudio und mein Jazz-Tanzlehrer kam aus Hawaii. Und ich hatte damals keine Ahnung, was Hula ist. Er hat gefragt, wer möchte das lernen oder mal sehen. Und ich habe alles ausprobiert. Und dann kam ich in die Stunde und ich hörte die Musik und ich sah ihn tanzen und das war's. Also es hat mich vom ersten Moment an so richtig gepackt. Jetzt sieht man natürlich, man denkt, es ist so wunderschön geschmeidig und so weich, die Bewegungen und immer so kleine Taps. Aber es ist hoch anstrengend. Ja. Und es ist auch jede Bewegung muss eine gewisse Höhe haben. Ja, genau. Es kommt immer darauf an, was man gerade ausdrücken will. Also wenn man vom Land spricht, dann sind die Hände natürlich weiter unten. Oder wenn man die Wellen macht, die sind weiter unten. Das Meer ist unten. Und die Blume kann da sein oder da, je nachdem.
was man ausdrücken will. Das muss dann immer, und das war natürlich jetzt schon, dieser Tanz ist schon sehr anspruchsvoll. Ja, weil sie haben ein sogenanntes Implement, also ein zusätzliches Instrument, und das ist dann noch einmal ein bisschen anstrengender. Also es erfordert ganz viel Konzentration. Es ist schwieriger, als nur mit den Händen zu tanzen. Jetzt möchte ich natürlich noch auf das Äußere, auf das Outfit ein bisschen einen Fokus richten. Diese Röcke sind wirklich traditionelle Röcke, so wird das gemacht. Ja, ja, Tea Leaf, und zwar hat nichts mit Tee zu tun, sondern es wird Ti geschrieben, und die haben sie wirklich aus Hawaii mitgebracht. Also die sind original von dort, und die werden dann eben für manche Tänze, passen nicht zu allen Tänzen, aber zu manchen Tänzen werden dann diese Röcke getragen, werden selbst gemacht, selbst gebunden und dann zurechtgeschnitten am Schluss, Tradition. Dass alle gleich lang sind. Wonderful tradition, wonderful, really. Very respectful of your tradition, very respectful. Das heißt, die Damen treten also jetzt im Rahmen jetzt auf von dieser Performance, von diesem morgigen Event auf. Ja. Sind insgesamt sind es 19, glaube ich, die 19 Personen von Hawaii lange geflogen sind, weil sie mussten über Kanada fliegen, da wurden sie umgeleitet, wegen der Waldbrände natürlich, es war kein einfacher Flug, aber so ist es. Und machen aber nicht am Wettbewerb teil, das machen acht Gruppen zu 100 Leuten, wie viel kommen da? Acht Gruppen zu ungefähr insgesamt 100 Leuten, es wird am Abend auch ein sogenanntes Ho'ike geben, das ist eine Show, da können Gruppen und Solistinnen teilnehmen, die nicht am Wettbewerb teilnehmen können oder wollen. Und aus dem Ganzen ergeben sich die über 100 Leute, über 100 Tänzerinnen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich danke uns natürlich, dass Sie diesen Event überhaupt organisieren, dass Sie uns diese Tradition, diese Geschichte mitbringen. Sehr gerne. I'm very thankful for your performing. Thank you. Performance. Wir gehen jetzt weiter, nämlich von Hawaii. Wir machen große Sprünge heute in unserer Sendung. Von Hawaii geht es jetzt ins nördliche Weinviertel. Ja, so schnell geht es, ohne Flieger. Das kann Fernsehen. Und das Interessante ist, es ist eines der kühlsten Weinregionen dort. Und als Quereinsteiger machen hier ein Landarzt und sein Lebensgefährte einen Wein. Und der hat natürlich im Pride Month natürlich große Bedeutung und ist besonders gefragt.